Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Freundin sagte mir, ich darf ihr Shampoo nicht benutzen, habe es trotzdem benutzt. Ich bin ein Satan, ein Rebell, dessen Haare nach Pfirsich riechen. Namen sind kein Zeichen für Schwäche, sondern zeigen, dass uns niemand kaputt machen kann. Kevin, 14, hat sich beim Brotschneiden geschnitten und postet es jetzt überall. Autor in seinem Buch und als graue Wolken über der Stadt vorbeizogen. Deutschlehrer, der Autor meint damit, dass die Menschen immer mehr Kriege führen. Was der Autor wirklich meint und als graue Wolke über der Stadt vorbeizogen. Ein anderes Wort für Bestandteile, 9 Buchstaben. Fragmente. Wer ist Mente? Donald Duck, ein komischer Vogel, der wütend herumschnattert. Donald Trump, im Prinzip dasselbe, nur mit Onkel Dagoberts Geldspeicher. Mathematik und Deutsch sind meine 3 gutesten Fächer. Was war wichtiger als die Erfindung des ersten Telefons? Das zweite. Regel Nummer 1. Wenn dadurch die Unterrichtsstunde vergeht, sind auch die Privatgeschichten deines Lehrers interessant. Das Schlimmste an Eulen ist, dass sie den Blickkontakt halten können, während sie in der Mikrowelle sind. Warum sind wir immer so müde? Ich habe herausgefunden, dass es am Schlafmangel liegt. Und zack, bist du amerikanischer Wissenschaftler. Du hast 3 Wünsche frei. Wähle weise. Käsekuchen. 3 Stück. Projektmanager sind Leute, die denken, dass 9 Frauen ein Kind in 1 Monat zur Welt bringen können. Essen bei Oma. Ich, das Brot ist schon voll hart. Oma, damals im Krieg hätten wir uns darüber gefreut. Ich, ja, da war es ja auch noch frisch. Mein PC schreibt nur noch Großbuchstaben. Haben Sie die Feststelltaste gedrückt? Nein, das habe ich ganz alleine gemerkt. Sagt der junge Kurde zu seiner Mutter, Mama, spielen wir statt Fluss? Wann hattest du deinen ersten Kuss? Im Kindergarten. Ah, wie süß, und wie alt warst du da? 33. Du bist mir zu Pokémon-süchtig, ich verlasse dich. Na und? Frauen wie dich gibt es wie Sand am Meer. Es online jemanden so richtig zu zeigen, eine wahre Heldentat, wie in den Zoo zu gehen und Löwen zu beleidigen. Je älter ich werde, desto ausgeklügelter werden meine Pornosuchbegriffe. Deutsches Schulfach für Frauen, Herdkunde. Max trifft seinen völlig deprimierten Kumpel Herbert in ihrer Stammkneipe. Sag mal, warum bist du denn so schlecht drauf? Herbert, ich habe dir doch von diesem wilden Hasen erzählt, der bei mir in der Firma arbeitet. Ich habe es nie gewagt, mit ihr auszugehen, weil ich immer eine Latte kriege, wenn ich sie sehe. Aber jetzt habe ich sie doch getroffen. Ist doch super. Und wie war's? Weil ich solche Angst vor einem Ständer hatte, habe ich ihn mir an meinem Bein festgeklebt. Sehr vorsichtig von dir, meinte Max. Ich klingle also an ihrer Tür und sie kommt in einem super sexy Minirock raus. Und was passierte dann? Ich habe ihr ins Gesicht getreten. Auf einer Party lernen sich eine junge Dame und ein ebenfalls junger Herr kennen. Als die beiden nach der Feier bei ihr in der Wohnung landen, überlegen sie, was sie denn jetzt noch machen könnten. Sie schlägt ihm die Stellung 69 vor. Er, ganz schön schüchtern und ziemlich unerfahren, fragt sie, wie die Stellung 69 denn funktionieren soll. Sie antwortet, also pass auf, ich lege meinen Kopf zwischen deine Beine und du deinen zwischen meine. Gesagt, getan. Allerdings geschieht ein kleines Missgeschick. Ihr entweicht ein kräftig stinkender Furz. Er atmet diesen ein und muss kräftig husten und würgen. Nachdem er sich wieder eingekriegt hat, probieren die beiden es nochmal. Und wieder entweicht ihr ein kräftiger Furz. Erneut atmet er diesen ein und muss husten und würgen. Nachdem er sich eingekriegt hat, beginnt er sich wieder anzuziehen, denn er will gehen. Sie fragt erstaunt, warum er denn jetzt auf einmal gehen will. Er antwortet ihr, also wenn du glaubst, dass ich mir die anderen 67 jetzt auch noch reinziehe, dann hast du dich geschnitten. An der Kasse. Moment, ich hab's passend. Irmgard, 84, hat's nicht passend. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.